Haben wir hier schon geguckt? Wahrscheinlich nicht. So. Nein, auch nix. Aber da unten war auch nix. Uah. Uah, da müssen mal langsam welche weg. Oh, scheiße. Endlich mal eine Pille. Uah. Uah. Das war knapp. Mann, stirb. Wieder ein Seelenherz weg. Ich sag ja, ein bisschen wenig Leben. So, so viel. Ah, Pretty Fly. Aber hier habe ich schon alles aufgesprengt, oder? Mann, ich könnte wirklich. Ups. Ein HP abgebrauchen. Oder halt Seelenherzen, aber irgendwas brauche ich. Das ist nicht das Wahre, muss ich sagen. Der Run ist eigentlich okay. Aber hier fehlt halt leider das Leben. Oh Gott. Oh Gott, ja, das ging. Perfekt, beide in der Luft erwischt. So, Geheimraum. Ja, da könnte das ein oder andere Seelenherz jetzt mal vielleicht rauskommen. Goathoof. Erhöht ja die Geschwindigkeit. Ich überlege gerade, ich denke mal da... Bin eh schon schnell, aber gut, ein Speed-Up nehme ich noch. Bis ich eventuell eine Speed-Up-Pille kriege. Cursed Skull. Jetzt nicht unbedingt eigentlich. So, was haben wir hier? Den Hierophant. Das rettet mich. Dann setzt man gleich ein. So. Und Temperance. Auch gut. Wo verschwindet die Garde jetzt hin? Judgment! Ah, Cancer bringt mir natürlich so wahrscheinlich nicht so viel, weil ich eher gezielte Schüsse mache. Schade. Ich glaube, ich werde hier erstmal schnell die Blutbanks rauslassen. Nochmal ein Seelenherz. Ich aber ganz gerne meine... Oha, 4 Seelenherzen, das läuft. Ich hätte eigentlich sehr gerne die Battler-Karte, die Judgment-Karte wieder. Gut, jetzt habe ich sie Left Hand. Nee. Ace of Spades. Nope. Nehmen Kens aber trotzdem mal mit. Man weiß ja nie, was noch so passiert. So, einen Coin haben wir noch. Gucken wir mal. Noch ein Seelenherz. Das ist doch sehr angenehm. Ich hoffe, ich komme jetzt raus, ohne dass ich irgendwas aufnehme. Oh je. Nein. Nein. Oh Gott, wo spawnt Cancer denn jetzt? Ich glaube, dann mache ich das jetzt erstmal so. Genau, kommt immer noch mal ein Seelenherz raus. Ja, sieht doch schon seelenherztechnisch etwas besser aus. Gut, gucken wir weiter. Mal schauen, dass ich die Seelenherzen möglichst noch behalte. Recht lange. Finden wir noch einen super Geheimraum, fände ich Knorke. Das sind One-Hits. Das ist. Das war eine Champion-Version, wohlgemerkt. Nochmal Pretty Fly. Noch ein Seelenherz. Es wird angenehm, was das Leben angeht. Gut, hier haben wir rein gar nichts. Dann schauen wir mal, ob hier noch der Geheimraum ist. Sieht nicht so aus. Ob wir in den Seelenraum noch gehen, gucke ich mir nachher an.
Boah, komm, komm, komm. Ja, passt. Und wir kriegen ja nochmal ein Item. Das ist sehr angenehm. Ach, guck mal. Little Sister hat gerade cool Schaden gemacht. Und Little Steven. Okay. Zwei Begleiter schon. Mit dem Cube könnten es ganz schnell drei werden. Nicht unangenehm, möchte ich behaupten. Also da kann man schlechter. Also kann es schon schlechter aussehen in Caves 2. Ist okay. So, hier habe ich überall geguckt, ne? Ja. Wäre halt schon cool, wenn ich den super Geheimraum noch finde. Wenn nicht, wäre jetzt aber auch keine Tragödie. Ja, ich glaube, ich werfe die Bomben langsam so einigermaßen. Das ist schon verdammt geil. Ja, jetzt habe ich leider eh... Aber gut, Skelett und Key, mal sehen, was drin gewesen wäre. Der Kompass. Gut, hätte ich jetzt nicht nein gesagt. Aber ich kann sowieso alles aufsprengen, von dem her. Brauche ich ihn nicht unbedingt. Ich glaube, ich kann zum Boss, ja. Oh, Chat. Der hat mich schon immer sehr, sehr, sehr genervt. Aber mit dem Schaden ist der eine Wohltat. Boah, der Schaden ist so der Wahnsinn, ne? Schade, dass jetzt kein Teufelsraum kam, ne? Da hätte ich nämlich gerne den Bettler gespawnt. Ich glaube, das erhöht Chancen, dass er Teufelsitems auch dort droppt, oder? Meine ich gelesen zu haben. Ansonsten habe ich hier alles. Ich glaube, ich habe alles aufgesprengt, genug Seelennetzen. Ja, da kann man immer viel machen. So, guck mal direkt mal. Start, nix und nix. Gehen wir mal nach oben. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hm, das könnte ja vielleicht was werden. Ich weiß nicht, wie das am Ende aussieht. Na gut, da konnte ich jetzt... Mist gebaut. Oh, mal eine andere Pille. Was haben wir diesmal? Tears up, ne? Zählen die Tears up eigentlich auch für die Begleiter? Weil dann wäre es eigentlich geil. Hm. Wobei ich ja aber trotzdem wahrscheinlich weiter gezielt schießen werde. Von dem her wird das nicht ganz so viel bringen. Schade, dass ich da jetzt keinen erwischt habe. Nein. Das ist halt der Nachteil noch. Gerade in so einem Raum mit so Steinen. Da sind dann mal ganz schnell zwei Seelenherzen weg, was mich ärgert. Hätte nicht sein müssen. Much Coins! Die Gabel, weißt du, Isaac's Fork. Ich denke nicht. Hier was? Ne, war nix. Ne? Oh, gut, dass ich die direkt erwischen konnte. Warum laufe ich denn jetzt in meine Bombe? Oh, bin ich doof. Kostet halt einfach viel zu viel Herzen. Muss einfach noch ein bisschen mehr aufpassen. Vielleicht doch mal lieber mehr den Raum angucken und dann versuchen zu agieren. Wäre vielleicht angebrachter. Super Greed! Okay. Ich glaube, angenehmer kann ich den nicht machen. Und ein Quarter gibt es noch dazu. Jetzt noch Money ist gleich Power. Holy shit, ey, aber dann glaube ich... Durch den krassesten Damage überhaupt machen. Die treffen wird jetzt aber ein bisschen eklig. Oder doch nicht. Zählt halt einfach sehr gut. Okay. Ja, ja, ja. Bisher nicht schlecht. Bisher nicht schlecht.
Ja, den Bettler hebe ich mir auf. Den Bettler hebe ich mir auf für den Teufelsraum. In der Hoffnung natürlich, dass einer kommt, aber... Ich hoffe einfach mal. So, ich habe eh schon beide Räume gefunden. Mehr geht ja nicht. Wieder der geilste One-Hit überhaupt. So, hier haben wir nichts mehr. Oh, oben geht's noch weiter für mich. Boah, riesig angenehm. Mit einem Champ sogar noch. Ui, der war angenehm. Und zack. Ah, nicht ganz. Ah, da muss ich aber aufpassen. Boah, jetzt noch fliegen wir jetzt noch richtig krass nice. Das wäre so ein Teufelsdeal, den ich machen würde. Aber ich habe leider keine normalen Herzen. Das ärgert mich sehr. Ich bräuchte dementsprechende Pillen. Ich bräuchte Health-Up-Pillen, ich bräuchte einfach mal ein HP-Up, mal so ein Breakfast, ein Dinner. Irgendwas einfach. Ja, ein Bomb-Bag brauche ich jetzt natürlich erst recht nicht mehr. Aber nachdem ich nicht rerollen kann, ist eh schon vorbei. Ja, den Kompass kann ich mir jetzt eigentlich noch holen, ne? Habe jetzt echt genug Coins mittlerweile durch den Super Greed. Oh oh. Gut gelöst. Könnte man eigentlich nochmal den Kampfraum versuchen. Je nachdem, was drin ist. Gucken wir mal rein. Jo, ich probier's. Das hat... Oh mein Gott. Das hat sich ja jetzt schon mal nicht so gelohnt, muss ich sagen. Oh, was kommt jetzt? Vielleicht lohnt sich ja der Anschluss noch. Das ist nicht so wild, aber das letzte... Ah, das geht auch. Okay, gut. Wenigstens nichts verloren hier. Wirklich was gewonnen? Allerdings auch nicht. Wow, so viele normale Herzen. Wenn ich jetzt die ganzen Health-Up-Dinger wenigstens hätte, ne, dann wird sich das ja lohnen, aber... So nicht. So nicht. Ich kann nur hoffen, dass nach dem Boss der Teufelsraum kommt, weil ich einfach mit der Judgment-Karte das mal erleben will. Ich will einfach mal einen Battler im Teufelsraum spawnen. Jau, die Robe ist natürlich sehr geil. Das lohnt sich natürlich. Ich gucke trotzdem mal, was für eine Karte ist, auch wenn ich dann 5 Coins eventuell total verschluder. Ich hoffe, es ist sowas wie Herophant oder so. Hm, Hangman. Naja. Gut, hätte ja sein können. Das musste ich jetzt einmal probieren. Mir sind die Finger eingeschlafen. Das ist irgendwie strange. Ja, zum Boss müssen wir jetzt. Mehr gibt's ja nicht mehr. Hab ja schon alles gefunden. Ist eigentlich ein super Run, weil ich halt einfach auch alles finde und so. Nur die Items können noch ein Ticken besser sein. Wie gesagt, so ganz ohne die Leben ist mir das ein bisschen unangenehm. Monstro 2, das sollte... Ohne Probleme gehen. Betonung auf sollte. Ja. Ups. Na. Ah. Der Treffer war jetzt natürlich unnötig. Aber na gut. Ah, da ist mein Breakfast. Und da ist ein Gottesraum. Geht das auch? Hat der Bettler im Gottesraum denselben Effekt wie im Teufelsraum? Das müsst ihr mal ganz kurz in den Chat schreiben. Ich weiß nur, dass man Bettler im Teufelsraum spawnen sollte, weil es halt dann gute Chancen auf geile Items gibt. Aber... Ist das auch im Teufelsraum so, ist die Frage. Das weiß ich nicht. Weil wenn ja, würde ich den natürlich hier spawnen. Ja, es ist Mithra, war klar irgendwie.
Jetzt noch zu wissen, ob man das machen kann, wäre cool. Ich soll ins Battle einfach mal spawnen? Okay. Liegen ja genug Herzen. Noch draußen. Oh ja, Hierophant ist gut. Können wir mal einsetzen. Eine Pille. Was haben wir hier für eine Karte noch? Na, erstmal die Pille gucken. Speed up ist okay. Temperance war nochmal Blutbank, ne? Einmal noch. Kacke. Das ist halt jetzt der Nachteil, dass ich ihn hier gespawnt habe, weil ich ihn halt jetzt, nicht wiederkriege. Aber ist nicht so wild. Ich sammle jetzt erstmal wieder die Herzen ein. Naja, immerhin zwei Seelenherzen. Ist okay. Und ich kann nochmal eine... Warte mal, ich kann doch hier eine Blutbank nochmal spawnen lassen. Hier liegen jetzt gerade so viele Herzen rum. Ich glaube, ich komme nochmal auf... drei ganze, ne? Hier ein halbes, hier ein ganzes. Ich muss nochmal gucken, was ganz drüben war. Ah, da war... auch noch ein halbes. Okay. Dann... machen wir das mal. Vielleicht haben wir Glück und sie explodiert eigentlich mal wieder früher. Komm schon. Ah, natürlich nicht. Ärgerlich. Tja. Hätte ja sein können. Egal, gibt jetzt wieder gut Coins. Vielleicht treffen wir nochmal auf einen normalen Battler oder so.